Willkommen zurück, Freunde, bei Sea Lions Mission 15. Jawohl, ihr seht es genau richtig. Wir sind bei Mission 15 angekommen und können jetzt endlich mal hier durchstarten. Und zwar hier weitermachen. Wir haben die Hälfte vom Spiel geschafft. Ich hoffe, dass es auch so locker weitergeht. Noch bin ich guter Dinge und ja, mal schauen, wie lange wir es durchhalten. Ob wir es überhaupt durchhalten, so ewig. Kann ja sein, dass wir es gar nicht schaffen. Die komplette Siedlerei, oder besser gesagt, bei diesem Teil hier. Aber ich hoffe es doch. Und ja, ich bin guter Dinge. So, dann fangen wir mal an mit Bauen. Ich fange an, hier jetzt erstmal Holz natürlich abzubauen. Dann machen wir hier mal einen Baumknutscher in die Mitte. Dann hier mal einen Holzfäller. Und hier einen Holzfäller. Dann soll man natürlich den ganzen Krempel auch noch sägen. Das machen wir dann hier. Und verbinden das jetzt mal alles miteinander. So. Und einmal da nach oben. Und natürlich den hier sollten wir auch noch verbinden. So. Okay. Dann können wir hier einmal aus der Burg raus. So, einmal verbinden. Und die können dann mal anfangen hier zu arbeiten. Natürlich sollen wir auch noch Stein haben. Stein ist auch ganz wichtig, ne? Oh Mann, da müssen wir erstmal hier... da müssen wir erstmal den Stein für uns beanspruchen. Und sollten uns mal hier etwas ausbauen. Dann schauen wir nämlich ein kleines Problem. Und wir kriegen den Stein nicht. So, brauchen wir die Wege aus. Okay. Gut, dass hier gleich ein See ist. Da können wir dann auch gleich mal Fischer nachher bauen. Wenn es mal soweit ist. Erstmal brauchen wir die Grundmaterialien, die Baumaterialien. Also Holz und Stein, wie immer. Das ist so das Wichtigste am Anfang. Dann unsere Armeestärke, die können wir ein bisschen nach oben setzen, dass wir ein bisschen mehr Armee kriegen, dass die schon mal sich in der Burg darauf vorbereiten können. So. Wie viel haben wir? Okay. 3 Gefreite. 0 Obergefreite, 0 Unteroffiziere. 0 Leutnant und 0 Hauptmänner. Ist ja wohl klar, wir sind auch am Anfang vom Spiel. Okay. Wäre schön, wenn wir gleich am Anfang schon alles hätten, ne? Da unten ist ja auch noch schön viel Gemüse und Stein. Könnten wir ja eigentlich auch noch da nach unten uns arbeiten. Ja, und da... Oh mein Gott, da ist ja schon der Nächste. Und wir haben kein... Wir haben... Ach du Scheiße, wir haben nicht mal hier irgendwo Möglichkeit, Eisen herzubekommen, geschweige denn Gold. Das bedeutet, wir müssen uns so schnell wie möglich hocharbeiten. Also sobald die hier was fertiggestellt haben, werden wir gleich weitermachen. Und zwar gehen wir gleich in die Richtung hier. Oh lala, so eine Scheiße aber auch. Okay, da müssen wir aber dafür sorgen, dass wir hier dann gleich wegkommen. Ich denke, hier werden wir wohl nichts haben. Hier unten. So, aber sie bauen ja schon kräftig durch hier. Shit. Ah, da macht mir das Spiel einen Strich durch die Rechnung. Ist ja klar, hier ein bisschen Berge vor die Nase gesetzt bekommen hier, aber wirklich was Besonderes haben wir hier nicht. Die haben hier schon Kohle gefunden. Die haben ja auch schon was gefunden. Oh je, das wird schwierig. Da ist auch noch ein Berg. Da können wir auch noch versuchen hinzukommen. Das wird ein bisschen knapp mit Material. Ich glaube, ich werde dann hier... Ah ne, muss warten, bis es... Oder was? Ne, ich würde den hier gerne in die Mitte reinbauen. Ah, da möchte ich mein Steinmetz haben. So, sie grauen, sie bauen kräftig. Kraulen tun sie natürlich nicht, sie bauen kräftig hier an den Gebäuden rum. Komm, mach schneller. Bau, bau, bau. Es ist immer wichtig, am Anfang gleich richtig zu bauen und effektiv, sodass wir für den späteren Verlauf vom Spiel keine Probleme kriegen. Oh je, also er tut schon mal Holzfällen hier.
Hat der wenigstens schon mal angefangen? Oh, das ist ja nett. Und hier geht gar nichts, oder? Okay, nee, er ist fertig. Ah, da kommen schon meine ersten Soldaten. Ist natürlich noch nichts Besonderes. 51 Waffenhammer. Okay, also dann haben wir hier schon mal das Gebiet. Guck mal, die machen nämlich hier auch schon weiter. Die wollen auch einen Stein hier. Mein Stein! Das gehört alles mir. Alles gehört mir. So, hier hätten wir schon mal ein Stückchen erweitert. Dann machen wir aber gleich weiter mit der Erweiterung. Wir bauen den gleich hierher. In der Hoffnung, dass wir es auch so schnell wie möglich fertig kriegen. So. Zwischen. Zwischenfähnchen stecken. Jetzt können wir hier nämlich auch ein Steinmetz hinsetzen. So, für Stein hätten wir auch gesorgt. Eine reicht auch vor erstmal. Okay. Jetzt haben wir alles. Ja. Dann werden wir uns als nächstes um Landwirtschaft sorgen. Aber erstmal holen wir uns das Land. Oh je, der ist schon früh fertig. Aber ich glaube, das reicht nicht, um hier irgendwas einnehmen. Ich hoffe es zumindest. Was macht der hier? Okay, der hat schon Gold gefunden. Nee, echt jetzt. Boah. Oh Mann, das gibt's ja nicht. Deswegen werde ich unsere Baustellen auch begrenzen. Also jetzt werde ich nicht mehr so viel drumherum bauen. Erstmal Landerweiterung. Der kriegt Stein, der hat hier noch gar nicht angefangen. Ich hoffe, das reicht auch von der... das könnte knapp werden. Das kann sein, dass er hier auf jeden Fall an unsere Grenze kommt. Ich setze die Hoffnung noch in das hier, dass wir hier wenigstens ein bisschen was finden, da oben. Weil bis jetzt breitet er sich noch nicht weiter aus. Es war vielleicht auch kein Fehler, dass wir gleich in die Richtung hier ausschweifen. So. So, jetzt brauchen sie hier oben Material und kriegen noch keins. Oh Leute, komm, baut schneller. Los. Ja. Der ist gleich fertig. Jetzt haben wir nicht mal angefangen. Der wird jetzt dann die ersten Soldaten gleich reinstecken ins Häuschen. Ich hoffe nicht, dass der an meine Grenze hier kommt, aber er wird. Er wird bestimmt. Oh je, da kommen schon die ersten wieder. Der hat schon Unteroffiziere. Ach nee, echt jetzt. Ich weiß nicht, wie der das macht, aber. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch keinen. Oh Mann, ey. Unglaublich. So, das ist ja auch fertig. Da oben fangen sie jetzt erstmal an hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Komm, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein! Ah, ganz knapp. Das war echt knapp. Das war verdammt knapp. Okay, dann müssen wir hier weitermachen. Aber hier oben werde ich trotzdem... Ne, brauchen wir nicht. Das reicht auch, wenn hier dann nachher... Können wir hier alles einreißen. So. Okay, jetzt mache aber keinen Scheiß. Jetzt gucken wir, dass wir hier rüberkommen. Und hier hoch natürlich auch. Halt nicht so nah am Wasser wegen den Fischern später. Das mögen die nicht. Wenn man zu nah am Wasser baut, das ist nicht so gut. So. Da kommt noch einer nachgezögert hier. Schade, dass es hier nicht geklappt hat, dass ich so lahmarschig war. Ja, wir haben Land verloren. Ich weiß. Scheiße. Okay, aber ich habe die Hoffnung hier, dass es hier jetzt nicht so schnell geht. Komm, bring mal das Material hier rauf.
Ihr könnt doch gleich mal den Stein bringen. Leute, was macht ihr? Bringt doch gleich den Stein noch mit. Und da oben? Da geht auch noch nichts. Ah, da haben sie schon rausgetragen. Schön. Also kommt hier schon mal. So. Dann müsste jetzt hier auch gleich weitergehen. Hier bringen sie schon mal die Bretter raus. Ja, die haben hier schwer zu laufen. Ich sehe schon. Gebäude besetzt. Hier oben noch nicht. Die machen auch schon weiter, seht ihr? Sollten wir es schaffen, dass wir vor denen fertig werden. Die haben Gold, sie haben... Okay, sie haben ein bisschen Kohle. Was heißt ein bisschen Gold? Ein bisschen Kohle. Sie haben viel Kohle. Meint ihr, wir schaffen das an den Berg hier? Ist noch ein langer Weg, ne? Wir können auch schon mal in die Richtung hier uns ausbauen. So, machen wir nochmal einen extra Weg hierher. Und in die Richtung können wir uns auch noch ausbauen. Wir gehen jetzt mal einfach in jede Richtung. Oh je. Weg ist jetzt nicht gerade der effektivste. Eine Möglichkeit haben wir noch. So. Können wir da nichts verbinden? Eine direkte vielleicht? Doch. Können wir machen. So, jetzt haben wir die Wege mal rausgebaut, so spinnennetzförmig. Und werden sie auch gleich noch verbinden hier. So. Schicken wir gleich mal zwei Geologen raus. Schauen, ob sie hier was finden. Ah, da bekommt er sein Brett. Der hat vorerst nicht weitergemacht, bis jetzt. Wie sieht's hier aus? Der fängt schon an mit Bauen. Und hier meiner. Der fängt auch schon an. Hm, da wird der aber wahrscheinlich als erstes fertig. Ja, wir sind sowieso noch einige Meter davon entfernt. Hauptsache, wir können hier oben irgendwie abschließen. Das ist ganz wichtig. So, der Steinmetz ist auch schon fertig. Ist gut. Okay. Hier runter. Sollen wir da noch entlang? Da wäre nämlich auch noch mal ein bisschen, bisschen Berg. Das ist doch der, wo wir hinwollen, ne? Nee, an den oberen wollen wir noch. Stimmt. Kohle. Boah, wir haben hier Kohle hier unten. Da ist ja auch schon der Gelbe hier. Ach du Scheiße. Ach, der ist auch schon hier. Oh, wir müssen gucken, dass wir unsere Grenzen abgesteckt kriegen, dass wir so viel Land wie möglich noch bekommen. Ach du Scheiße, jetzt ist schon mal Land einnehmen angesagt hier. Oh mein Gott. 38 Waffen, 11, 4. Okay, wir haben ein paar Soldatenhammer. Jetzt müssen wir aber schauen, dass wir hier irgendwie das gebacken kriegen. So eine Scheiße. So. Meldung. Eisen. Eisen, Stein. Also Granit haben wir hier ein bisschen. Haben wir keinen mehr.
Gut, der ist jetzt fertig. Der wird jetzt hier Land einnehmen. Ah, reicht uns aber noch. Oh, gut, da kommen wir noch dran vorbei. Mann, sind die schnell, ey. Obergefreite laufen raus. Okay. So, und dann nehmen wir jetzt gerade zwei wieder ein hier. Kommt da auch schon Stein? Fängt das schon an? Ah. Ah, der hat schon angefangen. Sehr gut. Damit die wichtigsten Sachen haben wir jetzt. Jetzt können wir erstmal warten, bis wir hier fertig sind. Der da unten, der wird sich auch noch hier verbreiten. Oh shit. Okay, da kommen wir hier schon mal ein bisschen raus. So, da haben wir gerade noch mal ein Stückchen eingenommen hier. Gehen wir gerade weiter. So. Hier hoch auch, ja. Bauen wir gerade noch mal hier, dann können wir hier an der Wüste entlang. Sehr gut, schöne gerade Strecke hier an der Wüste. Da laufen sie schon schneller. So, und ich hoffe, dass der Start so in Ordnung war. Das werden wir erst im Laufe des Spiels erfahren. Und wir sehen uns gleich im nächsten Part. Bleibt dran, ciao.